den Sternen greifen. Neue Horizonte überwinden. Und dadurch die Welt, auf der wir leben, verstehen. Ein Menschheitstraum. Ein Menschheitsstreben. Der Mond war nur das erste Ziel auf der Reise in die Tiefen des Alls. Der Blick auf unseren Planeten zeigt, wie verletzlich die Erde ist und wie einzigartig. Die Erforschung des Weltraums reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Erfindungen wie die Teleskope von Galileo und Newton machen es möglich, Sterne und Galaxien zu entdecken, die mit dem bloßen Auge nicht zu sehen sind. Die erste Rakete markiert den Beginn der Raumfahrt und den Beginn des Wettlaufs zum Mond. Die Sowjetunion schießt den ersten Satelliten ins All und den ersten Hund. Sie war als erstes Lebewesen im All, Hündin Laika, eine Straßenstreunerin aus Moskau. An Bord der winzigen Metallkugel Sputnik 2 wurde sie 1957 vom sowjetischen Baikonur in den Weltraum geschossen. In der engen Kapsel war Laika mit Sensoren versehen, die Puls und Blutdruck messen sollten. Man wollte testen, wie es einem Säugetier in Schwerelosigkeit ergeht. Nach 5 bis 7 Stunden im All starb Laika, wie man heute weiß, an einem Hitzeschock den Heldentod. Weltweit wurde sie gefeiert, zum Beispiel in Japan mit der Laika-Frisur. Knapp 3 Jahre später gelang bei den Hundeversuchen der Durchbruch. 1960 kehrten die beiden Mischlinge Bjelka und Strelka nach 18 Erdumrundungen als erste Lebewesen heil zur Erde zurück. Die Hundeversuche bahnten schnell den Weg für den ersten Menschen im Weltall. Die Amerikaner lagen im Wettrennen zum Mond weit abgeschlagen zurück. Erst 1961 startete eine Redstone-Rakete in Cape Canaveral. Mit an Bord der erste Ami im All. Eine Woche umrundete er mit 6000 Kilometern pro Stunde die Erde. Bei der Landung verfehlte jedoch die Mercury-Kapsel die geplante Landezone um 200 Kilometer. Doch der 44 Monate alte Schimpanse Ham überlebte die Reise und vor allem die Landung. Mit Elektroden wurden viele Daten gesammelt, die Aufschluss über das Leben im All geben konnten. Durch diese Ergebnisse konnte nun auch die NASA ihr Weltraumprojekt Gemini starten. Die Sowjetunion war zu diesem Zeitpunkt schon deutlich weiter. Das Auswahltraining für den ersten Menschen im Weltall hatte bereits begonnen. Die Wahl fällt schließlich auf ihn, Juri Gagarin. Gagarin ist der Sohn einfacher Leute. Der Vater ist Tischler, die Mutter Bäuerin. Er macht eine Lehre als Gießereitechniker, dann den Pilotenschein. Schon 5 Jahre später ist er auf dem Weg in den Weltraum. Die Sowjets haben es eilig im April 1961. Sie wollen die Ersten im All sein, koste es, was es wolle. Die Vostok-Kapsel ist kaum erprobt, eigentlich nicht flugtauglich. Der 27-Jährige riskiert sein Leben. Als um 9.07 Uhr Moskauer Zeit die Triebwerke zünden, muss Gagarin vor allem eins, durchhalten. Sein Raumschiff funktioniert vollautomatisch, falls der Kosmonaut bewusstlos wird oder Schlimmeres. Das Raumschiff gerät ins Trudeln, aber Gagarin bleibt cool. Ich fühle mich hervorragend, berichtet er. Der Druck wächst, es vibriert, aber ich komme klar damit. Die Stimmung ist gut. Nach 108 Minuten ist der Flug zu Ende. Gagarin springt im Schleudersitz aus der Kapsel und landet am Fallschirm. Die Bäuerin Anna-Tochter Rov war mit ihrer Enkelin erschreckend zu Tode, als Gagarin ihnen im Raumanzug auf dem Acker entgegenkommt. Der Kosmonaut sucht ein Telefon, damit er seinen Erfolg vermelden kann. Sie hatten einen lauten Knall gehört und Objekte am Fallschirm niedergehen sehen. Sie hatten natürlich Angst, dass es Außerirdische sind. Fürchtet euch nicht, soll Gagarin gesagt haben. Ich bin einer von euch, ein Sowjetmensch. Über Radio Moskau verbreitet sich die Nachricht in Windeseile.
Gagarins Mutter fällt aus allen Wolken, als eine Nachbarin erzählt, was sie gerade im Radio gehört hat. Ich frage, was denn? Sie sagt Juri. Und ich sage, ist er mit dem Flugzeug abgestürzt? Und sie sagt, im Weltraum. Und Sonja fängt an zu schreien, was hat er nur getan? Er hat doch zwei kleine Kinder. Kolumbus des Kosmos, jubelt die Menge. Gagarin erhält für kommunistische Verhältnisse fürstliche Belohnungen. Auto, Fernseher, Waschmaschine und Kleidung, darunter 6 Paar Unterhosen und Socken. Nur in den Weltraum darf er nicht mehr. Die Sowjetunion will ihr Idol vor jedem Unglück bewahren. Jahrelang kämpft er darum, wenigstens wieder Militärmaschinen fliegen zu dürfen. Kurz darauf stürzt er 1968 ab und stirbt. Im Wettlauf zum Mond liegen die Sowjets weiter vorne. Ihnen glückt 1965 der erste Weltraumspaziergang und die erste unbemannte Mondlandung. 1968 holen die Amerikaner auf. Start des ersten bemannten Apollo-Flugs. 3, 2, we have ignition. Commit liftoff, we have liftoff. Ganz Amerika ist live beim Start der 3 Astronauten Isola, Cunningham und Kommandant Schirra dabei. Erleichterung bei den amerikanischen Fernsehkommentatoren und im Kontrollzentrum von Houston auch, als kurz darauf die nächste kritische Situation gemeistert wird, das Abstoßen der ersten Raketenstufe. Nach 3 Tagen in der Erdumlaufbahn dann der große Moment, die ersten Live-Bilder aus einer Raumkapsel. Doch man sieht nur, dass man nichts sieht. Das Bild ist arg verschwommen und liegt zudem auf der Seite. Rechts in der Mitte ist der Kopf von Don Isola zu sehen. Und so viel kann auch der Kommentator erkennen, Don braucht dringend eine Rasur. Das Scharfstellen der Kamera aber will nicht gelingen und nach 8 Minuten bricht die Leitung ab. Erfolgreicher als dieses Fernsehexperiment verläuft dann der weitere Flug und die Wasserung im Atlantik. Nacheinander werden die Astronauten zum Helikopter hochgehievt. Und kaum an Bord des Flugzeugträgers empfangen die von der Strapaze und einer kräftigen Erkältung gezeichneten Helden eine telefonische Grußbotschaft ihres Präsidenten Johnson. Amerika habe mit der Apollo-7-Mission einen weiteren Schritt bei der friedlichen Eroberung des Weltalls getan. Am 16. Juli 1969 greifen die USA zumindest nach dem Mond. Start der Apollo-11-Mission von Cape Canaveral. Mit einem Computer an Bord, der einen Arbeitsspeicher von gerade mal 4 Kilobytes hat. Und einer Technologie, die heute denkbar einfach erscheint. Das ist irre. Die sind, glaube ich, mit der Motorleistung eines Staubsaugers ungefähr bis zum Mond gekommen. Und die Technologie, die wir jetzt in unserem Smartphone haben, also die Chips und der Speicherplatz und so, ist um ein Vielfaches höher als das, was die in der ganzen Fähre hatten, um bis zum Mond zu kommen. Also es ist wirklich eigentlich irre, dass es geklappt hat. Als die 3000 Tonnen schwere Rakete am 16. Juli 1969 ihre Reise ins All antritt, hält die ganze Welt den Atem an. Rund um den Globus verfolgen die Menschen das Spektakel. Für eine kurze Weile friedlich vereint durch die Mondmission. Für Alfred Worden, den späteren Apollo 15-Astronauten, ein bewegender Moment. Milliarden Menschen haben die Landung verfolgt. Und als ich mir die Massen ansah, die Apollo 11 zuschauten, da gab es keinerlei Aggression oder irgendetwas Negatives. Einen eigenen Fernseher haben viele damals noch gar nicht. Die Menschen sammeln sich vor den Schaufenstern von Elektrogeschäften, veranstalten eine Art Open-Air-Kino auf den Bürgersteigen. Den historischen Moment der Landung 4 Tage nach dem Start will niemand verpassen. Wir sind sehr stolz, dass wir in der jetzigen Generation das überhaupt erleben dürfen. Nicht so was war überhaupt noch nie da. Ja, also ich war überwältigt. Ja. Das ist einmalig. Und wenn man sich das so vorstellt, dass die als erste Menschen auf dem Mond sind, so ist das eigentlich doch etwas ulkig. Für Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins ist die fast 400.000 Kilometer weite Reise ein Himmelfahrtskommando. Neben perfekter Vorbereitung brauchen sie vor allem eines, starke Nerven. Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ich glaube, die haben einfach nur funktioniert. Also für Emotionen, für Ängste war da einfach kein Platz. Die haben halt funktioniert. Das Risiko, dahin zu fliegen, war ja auch enorm. Die wussten ja nicht, ob sie wiederkommen. Das ist bei heutigen Weltraummissionen ja ganz, ganz anders. Also ich glaube wirklich, die mussten irgendwo das Menschsein außen vor lassen und einfach funktionieren wie eine Maschine. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Neil Armstrongs berühmte Worte, als er am 21. Juni 1969 den Mond betritt. Als erster Mensch. Nur gut zwei Stunden verbringen Armstrong und Aldrin außerhalb der Fähre. Die Idee war, ihr landet auf dem Mond, steigt die Leiter runter, lauft ein bisschen rum und dann Abflug. Nicht rumhängen, der Beweis ist erbracht. Die Amerikaner haben den Wettlauf mit den Sowjets zum Mond gewonnen. Angestachelt durch deren Erfolg im April 1961. Als dem Kosmonauten Juri Gagarin der erste bemannte Weltraumflug gelingt, macht John F. Kennedy eine Ansage. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Es ist auch so, leider, dass dieser Wettlauf, glaube ich, nötig war, um überhaupt einen Menschen zum Mond zu bringen. Also es ging ja wirklich darum, wir müssen beweisen, wir sind die Weltmacht und eben nicht die Sowjets. Und deswegen wurde da so viel Geld auch hineingesteckt. Deswegen auf der einen Seite, ja, toll, Menschen waren auf dem Mond. Auf der anderen Seite kam das alles aus einer recht schwierigen, konfliktreichen Situation. Was im All passiert, spiegelt die Musik wider und die Modewelt der 60er Jahre. Kuriose Kreationen, die den Weg vom Laufsteg in den Kleiderschrank leider nicht geschafft haben. Apollo 11 war der Anfang weiterer wissenschaftlicher Missionen zum Mond. Und auf der Erde wollen es den Astronauten schon einige privat nachmachen. 147 Deutsche haben bereits bei einer amerikanischen Fluggesellschaft eine Reise zum Mond gebucht. Der Mond war auch das Ziel von Apollo 13, ohne Touristen an Bord. Die Mission begann am Abend des 11. April 1970. Nach der erfolgreichen Mondlandung von Armstrong und Aldrin sollten nun Jim Hall und Fred Hayes den Mond betreten und dort weitere Experimente durchführen. Doch es kam ganz anders. Am frühen Morgen des 14. April kam es zu einem Kurzschluss. Ein Sauerstofftank explodierte und beschädigte die Raumfähre Odyssey so stark, dass die Crew die mehrtägige Reise durchs All nicht überlebt hätte. Reinhold Ewald bildet alle europäischen Astronauten aus. Die Erkenntnisse aus dem Unfall der Apollo prägen seine Arbeit bis heute. Die ganze Mission war auf einmal gescheitert. Die ganze Mission musste umgeplant werden. Und es ist eigentlich der Beginn der vertrauensvollen und auch in Krisen engen Zusammenarbeit zwischen dem Bodenleitzentrum und den Astronauten im All. Und davon profitieren wir eigentlich heute noch. Houston, we've had a problem. We've had a main B bus undervolt. You see an AC bus undervolt there, guidance? Or ECOM? Das Bodenpersonal des Kennedy Space Centers arbeitete fieberhaft an der Rettung und Lösung für die Besatzung. Die Astronauten von Apollo 13 nutzten die Mondlandefähre Aquarius als Rettungsboot. Dafür war sie jedoch nicht vorgesehen. Die Batterien für die Stromversorgung waren nur für die Mondlandung bemessen. Etliche Systeme mussten abgeschaltet werden, um Strom zu sparen. Eine Rettungsmöglichkeit für die Astronauten war damals nicht eingeplant. Heute undenkbar. Sechs Astronauten haben, sind sicherlich auch garantierte sechs Rückkehrplätze vorhanden. Wir können es uns nicht leisten, also in Schichten die Astronauten zu retten oder darauf zu warten, dass ein Raumfahrzeug hochkommt. Das sind natürlich Dinge, die immer wieder auch frisch mit diesem Apollo 13-Ereignis in Erinnerung bleiben und die Arbeit der Astronauten da oben prägen. Es gab ein Happy End. Apollo 13 ist die einzige Mission, die vorzeitig abgebrochen werden musste. Da alle Astronauten unversehrt zur Erde zurückkehrten, bezeichnet die NASA diese Mission als erfolgreichen Fehlschlag. Die Raumfahrt verbindet. Auch mitten im Kalten Krieg. Kooperation im All statt Wettlauf zu den Sternen.
Am 17. Juli 1975 dockt 225 Kilometer über der Erde eine amerikanische Apollo an eine russische Soyuz-Kapsel an. Nie zuvor wurde ein solches Manöver geprobt. Die Luftschleuse verbindet auch zwei Systeme. Ein Moment der Verbrüderung. Die US-Crew lernt Kohlsuppe aus der Tube kennen, die Russen amerikanische Raumfahrtkost. Symbolisch das Zusammenfügen zweier Hälften zu einer Gedenkmedaille. Bald darauf war dann auch der erste Deutsche dran. Von Baikonur startet Sigmund Jähn in den Weltraum. Es ist der 26. August 1978. Beim Wettlauf im All hat die DDR die Nase vorne. Liebe Fernsehzuschauer der Deutschen Demokratischen Republik, ich bin sehr glücklich darüber, als erster Deutscher an diesem bemannten Weltraumflug teilnehmen zu dürfen. Der Propaganda-Coup ist gelungen. 9 Tage verbringt Jähn als Gast auf der Raumstation Salyut 6. Der deutsche Kosmonaut stammt aus dem sächsischen Vogtland. Und er passt perfekt ins Propagandasystem der kommunistischen Staatsführung. Sohn eines einfachen Arbeiters, gelernter Buchdrucker. Und später Jagdflieger mit Studium an einer sowjetischen Militärakademie. Ost-Berlin zelebrierte seinen Helden als lebenden Beweis für die Überlegenheit des kommunistischen Systems. Straßen, Schulen und Schiffe werden nach ihm benannt. Jedes Kind kennt ihn. Und Jähn macht gute Miene als Kosmonaut zum Anfassen. Schon zu Lebzeiten setzt die DDR ihm ein Denkmal. Erst 5 Jahre später fliegt der erste Westdeutsche ins All, Ulf Merbold. Im Geheimen haben Raumfahrer aus Ost und West schon lange vor dem Fall der Mauer Kontakt. Man trifft sich in Jähns Datscha. Ulf Merbold, 89, das war eine ganz kritische Geschichte, ein geheimes Treffen, was dann als geheim aber aufflog. Das war interessant und auch bewegend. In den frühen 80er Jahren löst das Space Shuttle-Programm die alten Apollo-Raketen ab. Mit viel Hoffnung waren sie im April 1981 gestartet. Ganz in Weiß mit dem Auftrag, einen Fährverkehr zwischen Erde und All zu beginnen. Transporte in den Weltraum sollten erschwinglich werden. Die Erwartung hat sich nie erfüllt. Auch die Hitzekacheln, die schon beim Jungfernflug abgefallen waren, blieben eine Schwachstelle. Bis zum Ende. Space Shuttle-Flüge in den 80ern, das waren wilde Ritte jenseits der Ladebucht und Menschen in Raumanzügen völlig losgelöst. Auch für deutsche Astronauten wurden die Raumfähren zum Taxi ins All. Als erster forscht Ulf Merbold im Space Lab. 28. November 1983, das Space Shuttle Columbia hebt ab. Auf diesen Moment hat Ulf Merbold jahrelang gewartet. 20 Millionen PS schießen ihn und seine Crew ins All. Für Merbold der Höhepunkt seines Lebens. Ich habe jedenfalls nur die Augen aufgerissen, womöglich den Mund auch, und mich gefreut und gestaunt. Zeit für Muße bleibt wenig. Die Arbeit an Bord ist hart. Täglich muss Merbold im Raumlabor experimentieren. 12 Stunden und länger. Merbold ist Physiker und Wissenschaftsastronaut. Im Pflichtenkatalog eines Wissenschaftsastronauten ist immer auch die Rolle, eine professionelle Laborratte zu sein für die Physiologie-Experimente, die gerade den Gleichgewichtssinn studieren. Ulf Merbold, der erste Westdeutsche im All mit ostdeutschen Wurzeln. Geboren und aufgewachsen in Thüringen, Einzelkind eines Lehrerehepaares. Nach dem Abitur will Merbold Physik studieren, doch das DDR-Regime sagt nein. Merbold ist weder Mitglied in der FDJ noch in der SED. Kurz vor dem Mauerbau geht er nach West-Berlin. Seine Mutter bleibt zurück. Also meine Schwiegermutter hat am 17. August Geburtstag, und ich habe immer gedacht, den 17. August, den musst du noch abwarten. Und inzwischen kam dann die Mauer und da war es aus. Das Schicksal meint es nach dem Studium besser. Beim Stöbern der Stellenanzeigen trifft Merbold zufällig auf eine interessante Annonce. Für das Raumlabor Space Lab werden Experimentatoren gesucht. 2000 Bewerber gibt es, aber Merbold bekommt den Job. Mehrere Jahre dauern die Vorbereitungen für den Shuttleflug. Dass aus dem Physiker mal ein Astronaut werden würde, damit hat Merbold nie gerechnet.
Damals konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemals in meiner Lebenszeit ein Deutscher in den Weltraum gelangen würde. Und schon gar nicht ich. Also das war außerhalb der Vorstellungskraft, an solches überhaupt nur zu denken. 1992 fliegt Merbold wieder mit der NASA ins All. Zwei Jahre später die dritte und letzte Reise, diesmal mit den Russen. Ziel, die Raumstation Mir. Trotz aller Routine, die Angst bei Ehefrau Birgit, fliegt immer mit. Insgesamt verbringt Merbold 50 Tage im All. So viele wie kein anderer deutscher Astronaut. Der Moment, wo man dann den Fuß wieder auf die feste Erde setzen kann, das ist auch ein guter Tag im Astronautenleben. And lift off. Doch die Raumfahrt erleidet auch immer wieder dramatische Rückschläge. Am 28. Januar 1986 startet die Challenger. Millionen Fernsehzuschauer in aller Welt werden Zeuge des bis dahin schwersten Unglücks der bemannten Raumfahrt. Wir werden die Crew niemals vergessen. Ein letztes Mal haben wir sie heute Morgen gesehen, wie sie sich verabschiedet hat, um die irdischen Fesseln abzulegen und das Antlitz Gottes zu berühren. Sieben Besatzungsmitglieder der Challenger kommen ums Leben. Zusammen mit den Astronauten ist eine ganz normale Lehrerin an Bord, Krista McAuliffe. Sie soll aus der Erdumlaufbahn unterrichten. Aus 11.000 Bewerbern hat die NASA Krista McAuliffe für diesen Flug ausgewählt. Die 37-Jährige unterrichtet Geschichte und ist Mutter von zwei Kindern. Krista war immer sehr abenteuerlustig und wollte Neues ausprobieren. Sie glaubte, dass das Weltall uns viel lehren kann. Und als Lehrerin wollte sie die Kinder dafür begeistern. Amerika hat eine neue Heldin, Krista McAuliffe. Sie soll die erste Zivilistin im All werden. Wenn ich ins All fliege, dann werde ich euch alle in Gedanken mitnehmen. Ein Prestigeprojekt für die NASA. Die amerikanische Raumfahrtbehörde braucht einen öffentlichkeitswirksamen Erfolg. Die US-Regierung plant, die Fördergelder für das teure Shuttle-Programm zu kürzen. Die Begleitumstände sind für Krista McAuliffe nebensächlich. Für sie ist schon die Vorbereitung auf die Mission ein Abenteuer. Bis man unter der Decke hängt, dauert es 20 bis 30 Sekunden. Man fühlt sich wie Peter Pan. Unglaublich! Am Morgen des Starts, das Wetter hat umgeschlagen. Es ist eiskalt am Cape Canaveral. Immer wieder mussten in den Monaten zuvor Flüge verschoben werden. 90 Satelliten warten auf den Transport ins All und die Kunden werden ungeduldig. Die NASA steht unter Druck. Ingenieure warnen wegen der kalten Temperaturen vor einem Start. Die Dichtungsringe der Raketen sind porös geworden. Wir konnten nicht beweisen, dass es schief gehen würde, aber wir hatten genug Daten, um zu zeigen, dass das Risiko sehr hoch war, zu vergleichen mit russischem Roulette. Als Ingenieur kann ich sagen, dass wir statt einer Kugel gleich alle sechs Kugeln in den Revolver geladen hatten. Die NASA setzt sich über alle Bedenken hinweg und gibt den Start frei. Liftoff of the 25th Space Shuttle Mission and it has cleared the tower. Krista McAuliffe's Schüler verfolgen das Geschehen vor dem Fernseher. Die Freude dauert gerade mal 73 Sekunden. Mitten im Steigflug reißt eine Explosion die Challenger auseinander und die Besatzung in den Tod. Der Frost hatte einen Dichtungsring spröde gemacht. Austretender Treibstoff entzündete sich und führte zu der Katastrophe. Vor den Augen der ganzen Welt. Die Eltern von Krista McAuliffe verlieren ihre Tochter vor laufender Fernsehkamera. Die Besatzung der Challenger ist ohne Überlebenschance. Die USA trauert. Ihr Präsident beschwört noch am selben Tag einen amerikanischen Mythos.
Die sieben Besatzungsmitglieder der Challenger hatten eine schwierige Aufgabe. Sie haben ihren Job brillant ausgeführt. Wir trauern um sieben Helden. Ein Mahnmal erinnert an die Challenger-Katastrophe. Sechs Astronauten und eine Lehrerin verlieren ihr Leben. Sie sind die Ersten, die im Shuttle den Tod finden. Sie werden nicht die Letzten bleiben. Es ist der 1. Februar 2003, als der US-Präsident von seinem Landsitz in Camp David zurück nach Washington eilt. Das Space Shuttle Columbia ist abgestürzt. Fünf Stunden nach dem Unglück wendet sich George W. Bush an die Nation. Liebe Landsleute, dieser Tag brachte eine schreckliche Nachricht und großen Schmerz für unser Land. Um 9 Uhr hat das Raumfahrtzentrum Houston den Kontakt zur Raumfähre Columbia verloren. Kurze Zeit später waren Trümmer zu sehen am Himmel über Texas. Wir haben Columbia verloren. Es gibt keine Überlebenden. Dies sind die Bilder, die seit Stunden wieder und wieder über Amerikas Fernsehschirme laufen. Einige kleine Teile fliegen weg, dann ist der Rest der stolzen Weltraumfähre Columbia nur noch ein glühender Ball. Ich saß gerade vor dem Computer und war auf der NASA-Webseite. Ich wusste, das Space Shuttle sollte bei uns vorbeikommen und wollte gerade zur Tür, um rauszugucken. Dann hörte ich diese riesige Explosion und dann donnerte es etwa 45 Sekunden lang. Ich stand vor meiner Tür auf der Veranda und guckte nach oben und es war genau über uns. Columbia war zu diesem Zeitpunkt 25.000 Kilometer schnell. Der Moment, der bei jeder Raummission kritisch ist, der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Der Shuttle ist dabei einer Außentemperatur von 1600 Grad ausgesetzt. Bis zu dem Unglück hatte es keine Anzeichen gegeben, dass etwas falsch läuft. 16 Minuten später hätte Columbia landen sollen. Das ist ein sehr schwieriger Tag für uns alle. Viele von uns standen draußen an der Landebahn, um ihre triumphale Rückkehr zu feiern, nach ihrer 16-tägigen Mission. Sie haben im Funkkontakt der letzten Tage erlebt, dass sie geliebt haben, was sie taten, und dass sie es für richtig hielten, die Wissenschaft voranzubringen. Scotland the Brave, der letzte Weckruf heute Morgen von der Bodenstation. Die Antwort aus dem All? Guten Morgen, Houston. Wir machen uns fertig für einen tollen Tag. Wir hatten eine tolle Zeit hier oben und freuen uns, wieder nach Hause zu kommen. Dann später der letzte Funkspruch. Die Bodenstation. Wir haben die letzten Daten nicht bekommen. Columbia. Roger. Und dann nichts mehr. 16 Minuten vor der geplanten Landung der Columbia und es ist gespenstisch still im Kontrollzentrum von Houston. Columbia, Houston, UHF, Comcheck. Und sie versuchen es noch einmal. Columbia, Houston, UHF, Comcheck. Doch die einzige Antwort ist das Rauschen des Shuttle-Radios. Keiner der sieben Astronauten meldet sich. Flugdirektor Leroy Kane ahnt, dass etwas nicht stimmt. Melden sich die hydraulischen Systeme zurück, fragt er. Nein, Sir, wir haben auch das Buggetriebe verloren. Sie antworten nicht mehr. Ich melde, dass vier Temperaturregler ausgestiegen sind. Das System spinnt, wir haben die Daten verloren. Wann hätten wir ein Radarbild haben müssen? Schon vor einer Minute. Der Funkkontakt ist abgebrochen und die Columbia gerade explodiert. Diese neuen Bilder, aufgenommen aus einem Hubschrauber, zeigen, wie das Space Shuttle in viele Teile zerbricht und schließlich abstürzt. In diesem Moment erfährt der Chef der Bodenzentrale, dass es dafür Augenzeugen gibt. Und da weiß Leroy Kane, dass es vorbei ist. GC Flight. Schließ die Türen, sagt er zu seinen Leuten. Flight GC, lock the doors. Copy. Aus der Angst ist Gewissheit geworden.
Es ist der Moment, in dem auch ein NASA-Mann mal weint. Flight, go ahead, sir. Statt der Landung wird nun die Katastrophe organisiert. No, no phone calls. Keine Telefonate aus diesem Raum, keine Gespräche auf diesen Leitungen hier, keine Datenweitergabe, es gehen keine Übertragungen rein oder raus. So kurz vorm Ziel ist alles zu Ende. Was bleibt, ist die Bergung der Trümmer. Marty, können Sie bestätigen, dass rund um Dallas Leute mobilisiert worden sind, um uns zu helfen? Es ist der Tag, den der NASA-Ingenieur immer gefürchtet hat. Leroy Kane kann jetzt nur noch beten für die Crew und für ihre Familien. Das Space Shuttle-Programm ist nicht mehr zu halten. Zu teuer, zu anfällig, zu gefährlich. All three engines up and burning. 2, 1, 0 and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the Space Shuttle. America will continue the dream. Roger, roll, Atlantis. Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. Am 8. Juli 2011 startet zum letzten Mal ein Space Shuttle. Es ist die Atlantis. Eine Ära geht zu Ende. Doch jedes Ende hat einen Anfang inne. Mit den Plänen, die Mir aufzugeben, entstand ein internationales Projekt der Superlative. Die Internationale Space Station, kurz ISS. Das größte Technologieprojekt aller Zeiten. Seit dem Jahr 2000 arbeiten und forschen hier Wissenschaftler aus aller Welt. Und Amerikaner und Russen Hand in Hand. Die Welt-WG in 400 Kilometern Höhe. Für Deutschland war Alexander Gerst auf der ISS und sorgte mit seinen Bildern und Filmen auf den sozialen Netzwerken für einen regelrechten Boom. Der Astronaut als Idol. Liebe Enkelkinder, ihr seid noch nicht auf der Welt und ich weiß nicht, ob ich euch jemals treffen werde. Im Moment sieht es so aus, als ob wir euch den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werden. Ich hoffe sehr für euch, dass wir noch die Kurve kriegen und ein paar Dinge verbessern können. Kurz vor seiner Rückkehr zur Erde sendet Alexander Gerst eine Botschaft an seine Enkelkinder. Der Clip wurde 100.000-fach abgerufen. Sein Blick auf unseren Planeten berührt. Seine Arbeit 400 Kilometer über der Erde hat viele Menschen fasziniert. Ich finde den geil. Warum? Ja, weil der so interessant ist. Außerdem ist der woanders, ne? Aussehen tut er gut. Er kann die Dinge recht einfach und prägnant erklären. Dass er sich auch intensiv hier beteiligt hat von oben. Hat sich dann von oben gemeldet und hat dann sich irgendwo hier eingemischt und hat mit Schulen Interviews gemacht. Alexander Gersts letzte Mission startete am 6. Juni 2018. Kein Deutscher war bis jetzt länger im All als der promovierte Geophysiker aus Baden-Württemberg. Über 350 Tage. Mit 26 Millionen PS startet Alexander Gerst zur ISS ins All. Gersts Traum geht in Erfüllung. Schon als Kind ist Gerst ein Entdeckertyp. Ein Junge, der allen Löcher in den Bauch fragte. Ich habe zum Beispiel Captain Future damals gesehen. Das war immer einer meiner Kindheitshelden. Der Captain eines Raumschiffes, der dieses Unbekannte erkundet hat. Aber ich habe mich damit nie zufriedenstellen lassen. Für mich war das nie genug, sich irgendwas vorzustellen, wie es mal sein könnte, sondern ich wollte wissen, wie es ist. 6000 Trainingsstunden musste Gerst im Vorfeld absolvieren. Davon mehr als 600 unter Wasser. Das Sechsfache der Erdbeschleunigung musste er aushalten, minutenlang. Überlebenstraining bei minus 27 Grad für den Fall einer Notlandung. All das, Vorbereitungen für das Leben in der wahrscheinlich unwahrscheinlichsten Maschine, die Menschheit je gebaut hat, hat Gerst einmal gesagt.
So groß wie ein Fußballfeld zieht die ISS mit 28.000 Kilometern pro Stunde um die Erde. Auf dem Außenposten der Menschheit forschen seit 20 Jahren Astronauten, um das Leben auf der Erde besser zu machen. Zum Beispiel mit dem Projekt Icarus. Astronauten montieren für dieses Projekt eine Antenne hochriskant außen an der ISS. Die empfängt GPS-Signale von Tieren. Und diese Signale können eher vor Erdbeben und Vulkanausbrüchen warnen. Faszinierend auch die Experimente mit Wasser. Weniger Forschungsnutzen, dafür etwas fürs Auge. In der Schwerelosigkeit bildet es schwebende Kugeln, statt runterzufallen. Damit die Knochen und Muskeln der Astronauten nicht abbauen, stehen täglich 2 Stunden Sport an. Auf der Erde helfen diese Daten, neue Medikamente gegen Muskel- und Knochenkrankheiten zu entwickeln. Doch der Nutzen des fliegenden Labors wird auch von Experten in Frage gestellt. Deutschland kostet das 180 Millionen Euro. Das haben wir eigentlich immer wieder auch in verschiedenen Studien nachgewiesen, dass der Nutzen eigentlich eher ein Nutzen ist, der nicht im wissenschaftlichen oder im ökonomischen Bereich ist, sondern der Nutzen ist eher im Bereich der Völkerverständigung. Für die Wissenschaft gibt es andere Wege, auch durchaus kostengünstigere Wege, diese Experimente und diese Forschung durchzuführen. Für die meisten aber bleibt die ISS ein Faszinosum. Auch dank Alexander Gerst. Er hat es gut verstanden, sich und seine Arbeit in Szene zu setzen. Oft kamen Grüße per Twitter oder er begeisterte bei Live-Schalten zur Erde. Guten Abend, Kraftwerk! A dream as a kid, where you go, I want to be an astronaut. Yeah, I think it might be... Ansonsten möchte ich Ihnen nur sagen, dass ich zweimal die Freude hatte, die ISS über der Uckermark vorbei fliegen zu sehen. Wir haben deshalb auch extra, wenn wir über die Uckermark geflogen sind, die Außenlichter angelassen. Es ist schön, dass es geklappt hat. Was bei den meisten von Alexander Gersts Missionen hängen geblieben ist, seine atemberaubenden Bilder, seine Sorgen um den Planeten, aber auch die Begeisterung für die Schönheit des Universums. Zur ISS gibt es seit 2020 neue Raumverbindungen. Boeing ist in der finalen Testphase ihres Starliners und verfehlte bei einem ersten Test die ISS. Die SpaceX ist mit ihrer Crew Dragon am 30. Mai 2020 bereits erfolgreich gestartet. Die Astronauten Bob Behnken und Douglas Hurley verabschieden sich von ihren Familien. Eine letzte Umarmung auf Distanz. Pioniere sind sie an diesem Tag. Dabei sind sie Veteranen. Mit dem Space Shuttle waren sie schon auf der Raumstation ISS. Nun geht es mit der Kapsel eines Privatunternehmers hoch, mit der Idee von Elon Musk. Dies ist der Höhepunkt eines Traums, der wahr wird. Surreal. Wenn du mich damals zum Beginn von SpaceX gefragt hättest, ob dies je passieren würde, hätte ich gesagt 0,1% Chance. Passend im Tesla rüber zur Rampe. Nach Jahren des Trainings und Wochen in Corona-Quarantäne sind Hurley und Behnken am Ziel. Wenn wir uns als Absolventen der Pilotenschule was als Traumjob hätten wünschen dürfen, dann genau dies, ein brandneues Raumfahrzeug zu fliegen. Es ist ein faszinierendes Vehikel, es ist eine Kapsel, viel kleiner als ein Shuttle, aber state of the art. Anschnallen für die Premiere. Russland, die USA und China verlieren ihr Monopol. Nun bringen auch Privatunternehmen Menschen ins All. Die NASA will mehr von dieser Kommerzialisierung des Weltraums. Dieses Geschäftsmodell einer öffentlich-privaten Partnerschaft senkt die Kosten. Es ermöglicht uns, auf den Mond zu fliegen und dort auch zu bleiben. Das alles mit dem Ziel, auf den Mars zu kommen. Um 15.22 Uhr Ortszeit greifen die Amerikaner wieder nach den Sternen, nachdem sie 9 Jahre mit der Soyuz-Kapsel der Russen fliegen mussten. Das kratzte am Ego. Entsprechend ist auch der Präsident beim Start dabei. Große Symbolik tut gut in schweren Zeiten für das Land. Echtes Talent, echt genial. Niemand macht das wie wir. Toll, dieses Programm wieder zu haben. Und das ist erst der Anfang.
Die Crew Dragon-Kapsel unterwegs Richtung Raumstation ISS. Beim Transport von Fracht haben sich Rakete und Kapsel bereits bewährt. Nun befördert sie Menschen. Das Risiko ist enorm groß bei jedem Raumflug mit Menschen, aber ganz besonders bei diesem. Es ist der zweite Flug dieser Kapsel, aber der erste mit Menschen an Bord. Die Mission ist ein Erfolg. Und spektakulär ist jeder Eintritt zurück in die Erdatmosphäre. Die Zukunft der Raumfahrt geht weit über die ISS hinaus. Deeper Space ist das Ziel. Zuerst der Mond, dann der Mars. Die neuen Raumfähren dafür sind die Orion, entwickelt in Europa, und das Starship von SpaceX, beide noch in der Entwicklungsphase. Helga und Soha gehören zu den wenigen Auserwählten, die demnächst zum Mond fliegen können. Bald sollen sie den Mond umkreisen, im Dienst der Wissenschaft. Dabei geht es um die Frage, wie wirkt die Strahlung im All auf den menschlichen Körper? Die Zukunft wird sein Langzeitaufenthalte auf dem Mond, Langzeitaufenthalte im interplanetaren Raum, das heißt auch der Flug zum Mars, der Aufenthalt auf der Oberfläche des Marses, die Rückkehr. Und dann bewegen wir uns auch in Strahlungsdosen, die wir so für Menschen jetzt auf der internationalen Raumstation zum Beispiel noch nie gehabt haben. Die Strahlenbelastung gilt als eines der größten Probleme für Menschen im Weltraum. Für Frauen ist sie wohl noch gefährlicher als für Männer. Deshalb stecken im Inneren von Helga und Soha Geräte, die unterschiedliche Strahlen an unterschiedlichen Stellen messen. So ausgerüstet werden sie zwei der begehrten Plätze der Orion einnehmen. Das amerikanische Raumschiff mit europäischer Antriebstechnik soll zum Mond fliegen. Zunächst unbemannt, doch schon in wenigen Jahren könnten wieder Menschen auf unserem himmlischen Nachbarn landen. Dann wäre es natürlich auch schön, wenn wieder, wie also bei der letzten Apollo-Mission, ein ausgebildeter Wissenschaftler auf dem Mond wäre, der dann dort vor Ort dann als Wissenschaftler auch Forschung betreiben könnte. Auf eine solche Forschungsreise bereitet sich der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer vor. Eine seiner letzten Trainingsstationen Norwegen. Auf den Lofoten ähnelt das Gestein den Gebirgen des Mondes. Wenn Astronauten auf den Mond und später auf den Mars geschickt werden, dann sollen die natürlich die richtigen Gesteinsproben einsammeln. Weil nur diese guten Gesteinsproben helfen den Wissenschaftlern, die Fragestellungen zu beantworten, die wir oben auf dem Mond klären wollen. Eine führt zum Ursprung von Erde und Mond. Forscher vermuten, dass ein marsgroßer Himmelskörper auf die frühe Erde prallte. Aus den Trümmern entstand der Mond. Er blieb unverändert, während sich die Erde immer weiter verformte. Die Oberfläche des Mondes ist wie ein Archiv, das die frühe Erdgeschichte gespeichert hat. All das, was wir dort sehen, also diese Einschläge und die Einschlagskrater, die wir dort sehen, haben aufgezeichnet, wie das Bombardement von Körpern im frühen Sonnensystem gewesen ist. Und natürlich auf der Erde. Deshalb möchten wir zurückkehren. Ein Dorf auf dem Mond soll uns helfen, unseren nächsten Nachbarn und uns selbst zu verstehen, um dann aufzubrechen in die Weiten des Universums. Irgendwann werden wir einen weiteren Riesenschritt zum Mars machen. Das wird uns nicht viel bringen, außer einem Grund, die Technologie für die Hin- und Rückreise zu entwickeln. Wir werden diese Technologie weiterentwickeln müssen, um irgendwann zu einem Ort zu gelangen, der gut für uns ist, nicht in unserem Sonnensystem. Das liegt weit in der Zukunft, aber man fängt immer mit dem ersten Schritt an und der Mond war der erste Schritt. Vom Mond hinaus in die Tiefen des Alls. Ein Traum von Star Trek, der schon bald Realität werden könnte.